wollen die nächste Stunde uns unterhalten über alles, was gerade so los ist in der Filmbranche und natürlich auch Auswege aus der Krise aufzeigen und in die Zukunft blicken. Man kämpft für Content und gleichzeitig wirst du diffamiert als Lobbyist. Aber wie gesagt, ist so wie im Parlament in der Opposition. Man ist so ein bisschen Sand im Getriebe und versucht, gehört zu werden. In dieser Zeit des Drehstopps, der dann eingetreten ist, haben wir eine Initiative gegründet, die heißt Changemakers.film. Und wir möchten auch an unserem Arbeitsplatz, wo wir uns auskennen, wo wir die Abläufe kennen und wo wir beteiligt sind, da möchten wir das dafür tun, um eine Transformation zu machen zu einer nachhaltigen Branche. Ich kann nur sagen, wenn ihr nicht so weitermachen wollt und die nächste Pandemie uns ins Zimmer steht, dann macht mal jetzt, nützt die Chance und ändert wirklich die Welt.